Hallo, ein Palettenbett ist schon echt was Schönes, aber... Das sieht gar nicht gut aus. Als ich bei einer Kollegin eine kleine Palette gesehen habe, war mir klar, ich muss mir irgendwie ein Kopfteil noch für mein Bett basteln. Deswegen das Ganze einmal abgeschliffen und weil die eine so viel weißer als die andere war, habe ich das Ganze noch lackiert. Frag nicht nach Sonnenschein, mein Schlafzimmer riecht noch immer irgendwie nach einer Chemiebombe. Mein innerer Monk stirbt. That's quite big. Warum auch immer war die eine Palette einfach 5 cm größer als die andere. Ich hätte kotzen können, aber naja, kann man ja schnell fixen. Einfach ein bisschen Holz untergelegt, damit das Ganze ausgeglichen ist. Und so schaut das Endergebnis aus. Ich bin wirklich sehr happy damit. Und in der Nacht gibt meine alte Streaming-Beleuchtung so einen ganz eigenen Flair.